und herzlich willkommen. Ja, zurück in dieser dunklen, gruseligen Ogerköhl-Höhle, wo wir wirklich einen verdammt langen, naja, lang nicht, aber einen verdammt mühseligen Kampf hatten. Oh, da gab es einen kurzen Dings. Und wir hatten auch Dandolo verloren, aber ein Glück hat er sich während des Kampfes verpisst. Na, ein Glück ist er nicht gestorben. Er steht nämlich noch an der Sternwarte. Das war natürlich bestimmt einer der vielen Fragen, die euch wahrscheinlich geplagt haben. Wo ist denn jetzt Dandolo plötzlich hin? Ist er doch von den Ogern gestorben? Gestorben worden? Nee, ist er nicht. So, Sonnenaufgang. Wieder eine Runde geschlafen, damit das Ganze ein bisschen heller ist. Ja, der Dandolo ist ja immer noch unten, das ist gut. Ha. Und ich habe schon gedacht, der wäre mir irgendwie verschütt gegangen, aber er ist doch da, wo ich ihn haben wollte, und zwar hier. Kann ich ihn mitnehmen wieder zur Ogerhöhle? Gibt es denn das überhaupt? In du bist Soldat. Ja, ja. Du Schule, so. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt. So, wo ist meine Rüstung? Wo ist sie denn jetzt hier? Ach so, ich hatte ja... Ja, diese andere Rüstung angehabt, die Golem-Rüstung, um den Troll zu besiegen. Komm mit. Komm mit, auf geht's. Ja, ich will ja nicht, dass du mitkommst, sondern ich möchte ganz gerne, dass du wartest. Und zwar Spensers Haus, Orleans Taverne, Pass von Corinis, Xardas Turm, Sternwarte, Kloster. Nee, es gibt nichts Neues. Nee, geht es nicht. Okay, dann, ja, da gehen wir immer wieder hier. Na, wo sind wir denn? Sternwarte, bleiben wir hier. Na gut. Und ich werde mich dann verpissen zur Ogerhöhle. Ja, weil ich nämlich doch in dieser Höhle ein Irrlicht habe. Guck mal, da ist es wieder. Lustig, Irrlicht. Ach, folge mir einfach. Folge mir einfach. Herrlich, so jetzt muss ich mich reorientieren. Okay, das war das. Und da unten, jetzt sehen wir auch wieder etwas. Ah, hier gibt es noch Sachen. Hallo? Folge mir einfach. Wieso bleibst du denn jetzt am Zaun hängen, wie die Oger damals? Ah, Pizzatle. Hallo. Irrlich, du dummes welches. So. Such mir doch wahrscheinlich irgendwie so einfach alles, was du finden kannst. So. Denn hier haben wir nämlich noch ein paar Kisten. Die habe ich oft noch gar nicht aufgemacht. Kiste mit Proviant, Gegenständen. So. Ist da was? Oder willst du mich nur verirren, du Irrlicht? Ah, das will mich zum Narren halten. Da sollte noch was sein. Nee, okay. Da weiß ich, dass ich alles weg habe. Gucken wir doch mal bei diesen Kisten, die es gibt. Und zwar, hier. Oder sind das die Kisten mit Erz? Die habe ich ja schon eigentlich abgegeben. Mit verschiedenen Gegenständen. So, die 8 Schwefel, 8 Kohle, 6 Fässer, Pech, 2 Bergkristalle. Okay. Was haben wir hier drin? 2 Schwefel, Kohle, 2 Bergkristall. Was haben wir hier drin? 3 Käse, ein Eintopf, 3 Flaschen Milch, ein Brot und 6 Fleischkeulen. Sehr schön. Mit Proviant. 5 Bananen, ein Wein aus Varant, ein Schinken, 2 Brote und 5 Tomaten. Lecker. In dieser Kiste befanden sich einige wertvolle Gegenstände. Die werde ich meinem Off, glaube ich, mal zeigen. Und dann später berichten. Ob es wirklich ein paar wertvolle Gegenstände da gibt. So, das Irrlicht. Ja, das kommt bestimmt wieder. Wie das Amulett zum Beispiel. Ja, das könnte ich mal ausprobieren. Es gibt ja mal so lustige Geschichten, wie zum Beispiel Ring der Geschwindigkeit, dass wenn ich nicht mehr renne, sondern den mal eben ablege und wieder anlege, dass ich dann trotzdem wieder renne. Jetzt habe ich das Amulett. Aha, ich wusste es. Ich wusste es. Also anlegen, ablegen, anlegen und fertig. Ist das Irrlicht. Aber das kann mir trotzdem ein bisschen behilflich sein. Such mir. Summ. Na, ach so. Kronstöckel auch. Dunkelpilze. Butlerfleische. Sehr gut. Noch hier was in der Ecke. Nee. Oh, hier. Jede Menge. So, das heißt also, ist das zuverlässig, das Irrlicht? Wir wissen, ob das Irrlicht zuverlässig ist.
Okay, es kommt immer wieder. Ich werde mal absichtlich mal was auslassen. Und zwar hier das Butlerfleisch. Oha, wieder eine Wechselweltgeschichte. Das hatten wir doch schon mal gehabt. An einer anderen Stelle. Wo bin ich denn hier eigentlich? Das Irrlicht ist auch wieder weg. Gucken. Vielleicht kannst du ja ein bisschen was vorwarnen. Ja, da ist es wieder. Sehr schön. So. Ich hab doch hier was gesehen gehabt. Oh, war ja, das sieht auch wieder so wie so ein Sumpf aus. Na, okay. Dann nicht. Scouting war? Riesenratten. Riesenratten. Okay. Noch mehr Riesenratten. Ich glaube, die sind nicht so gefährlich, oder? Hatten wir ja schon ganz zu Anfang gehabt. Utsch. Ja, nee, ist okay. So. Okay, da kommt die nächste. Die hat ihre... Oh, sehr viele. Okay. Kann man also hier ein bisschen Fleisch ziehen? Nicht zu plündern. Und da hinten sind auch wieder... Nicht zu plündern. Hab ich nicht im Augenwinkel gesehen. Da hinten gibt es aber noch welche Peoples. Die da heißen... Wie heißen sie denn nochmal? Raskhüpper? Nee, Quatsch. Fangheuschrecken. Waren die denn gefährlich? Woher kenne ich die? Aus irgendeiner anderen Modifikation kann das sein? Kann sein. Ich weiß noch nicht, wie. So, wie viele sind es denn? Fangheuschrecken. Okay. Was gibt's denn da? Kopf einer Fangheuschrecke. Schön. Ja, ein bisschen hat sie mich genervt. Moment. Kann das sein, dass das zum Prolog von... Okay, läuft. Ach, was hatte ich denn mal angefangen und bin nicht weitergekommen? Auch Alain hat mir damals was gesagt, dass da was schiefgelaufen ist. Da hinten ist ein Boot. Oh. Mal abspeichern. So, jetzt ist mir wieder eingefallen. Während ich abgespeichert habe, das hieß nämlich das Korsarennest. Ich war der Meinung, genau richtig, da gab es an einer Stelle, wo man eine Ausgrabung machen musste, auf der gegenüberliegenden Seite eine Fangheuschrecke oder glaube ich zwei. Ja, so trifft man sich wieder. Ja, wo ist denn jetzt mein Irrlicht? Da vorne habe ich doch was gesehen, ein Item. So. Und zwar das hier. Wieso hast du das jetzt hier für mich nicht gefunden, du dummes Irrlicht? Willst du mich wohl verirren, ha? Und da ist noch was hier. Eine Weidenbeere. Du Irrlicht, du. So. So. Sucht's mir was? Na, sucht's mir nicht. Jetzt habe ich schon wieder diesen bayerischen Dialekt drauf. Leute, sorry. Das liegt daran, weil ich ein paar andere Dialekte auch noch habe und irgendwann mal aus Lustigkeit mal darin verfalle. Also hier sieht's echt... hier Weidenbeere. Ja, das Irrlicht bringt mir nichts. Irgendwo war doch noch hier was. Ah, das wird wieder so eine schreckende Heule sein. Eine Fangschrecke. Eine unsichtbare, okay. Komm vor. Rendertechnisch mal was essen. So haben wir gemacht und werden wir auch noch abspeichern. So, und da liegt sie nämlich wieder. Dann gucken wir uns mal weiter um. Wir wissen, was da ist. Hä? Ja, ehrlich, da schaukst, gell? Hä? Wo sind wir denn jetzt gelandet? Ich bin jetzt absolut überfragt. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich brauche auch nicht auf eine Karte gucken, denke ich mal. Ja. JWD, ganz weit weg. Ja, wie orientiere ich mich denn jetzt hier ein bisschen? Das Irrlicht folgt mir noch irgendwie, aber nicht mehr. Doch, da ist es. Manchmal taucht es auf, dann taucht es wieder ab.
Aber was wollte ich sagen? Ach ja, wegen meiner Dialekte. Ich bin ziemlich viel rumgezogen in Deutschland. Und bin immer so ein paar Jahre da verblieben. Ah, dieser Vogel, der ist schlecht. Der ist viel zu übersteuert. Ah, hört ihr das? Kratz. Ah, da muss man ganz mal ganz schnell hier von der Stelle weg, wenn es hier nichts Neues gibt. Er folgt mir wohl. Was ist jetzt das? Ein kräftiger grüner Warant. Ein kräftiger grüner Warant. Ja, nicht Irrlicht. Was gibt's denn hier sonst nochmal? Krallen und eine Haut eines Reptils. Heilandsack. Oh, nee, das ist mal ein bisschen doch zu. Ich muss mal was essen. Besser gesagt, was zu mir nehmen. Ah, dieser Vogel nervt. So. Da ist so ein Gobbo-Bobbo. Ein Krieger. Und tschüss. Nicht zu holen. Da sind noch mehr. Habe ich sie wohl irgendwie jetzt alle gelockt? Okay. Aber jetzt hat mir das Irrlicht was gesagt. Nein. Das kann ein bisschen nerven. Ja, summ, summ. Summ, 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 summ. Da ist nichts zu holen. Nicht zu holen, ja. Nicht zu plündern. Okay. Da ist nichts zu holen. Nee, ist doch nichts, Irrlich. Da gibt's nichts. Da hinten sind noch ein paar giftige Fliegen. Hier haben wir noch einen kräftigen Varan. Oh, der ist mir ein bisschen zu tief. Der soll mal hier hochkommen. Okay. Auch den haben wir schön eliminieren können. Schön. Erinnert mich an Tropen. Tropenholz. Tropenholz. Ach, hier ist noch ein Goblin. Da ist nichts zu holen. Yep. Oh, gibt es was zu essen hier? Oh, was zu trinken? Bam, 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 bam. Vielleicht sollte ich die mal mit Pfeil und Bogen versuchen zu killen. Ach, eine Riesenratte. Noch eine Riesenratte. Okay, klappt. Naja. Okay. Noch eine Riesenratte. Na. Ach, die Giftfliege habe ich jetzt getroffen. Ach, ich will mal aufhören. So, giftige Na, die hier will ich haben. Oh Mann. Okay. Den bin ich nämlich da in der Nähe bin und ich würde die Riesenratte, die Giftfliege hier nahkampftechnisch eliminieren, dann gibt's übelst Gift in die Fresse. Na los. Okay. Ah, genau, so habe ich mir das vorgestellt. Da ist nicht zu holen. Ach, so haben wir schon. Gut. Wie lange ist das Irrlicht eigentlich bei mir? Ich denke mal, dass es auch irgendwann mal vorbeigeht. Ah, da hat sie mich schon erspäht. Los. Ah, da geht ein Weg hoch. Jetzt nein! Na gut, okay. Ausschuss ist immer. Hier noch was in der Nähe. Nein. Was? Große Giftfliege, die habe ich noch vergessen. Ja, haha. Ha. Hier geht's hoch. Und da hinten ist ein Schiff. Und da hinten ist ein anderes. Eine andere Insel oder so. Beim Speichern ist mir aufgefallen, das nennt sich hier Mod Add-on World. Also Mod Add-on World. Was ist jetzt da hinten? Hä? Ein Waldskevy, ach so. Kann das sein, dass es hier ein bisschen leichter wird? Oder ist das jetzt hier nur die Ruhe vor dem Sturm? Kann ja sein, ich weiß es nicht. Ne? Und da oben noch was?
Ja, gefliegen. Mann! Aha. Nicht das Irrlicht treffen! Mann, egal jetzt. Ich glaube, das Irrlicht ist mehr so eine Verwirrung, Irrung. Ob das werde ich wieder wegstecken, das Irrlicht. Aha, geht da ganz schön hoch hier. Meine Herren, wo das wohl hinführt. Na, jetzt hat Le. Drei oder vier? Von drei. Das Irrlicht hat zwar die Suchfunktion, aber hier gibt es auch wirklich nichts. Ich sollte ich mal was essen. Das habe ich mal im Schnellmodus gemacht. Muss mich ja nicht eher beim Essen zugucken. So, bitte treff mal. Bitte triff doch mal richtiger hier. Gespannt, wo es hier hingeht. Also die schwierigen Oger, die wir alle da in der Ogerhöhle erledigt haben, das war gut. Na, okay. Und da hat es ja noch eine da hinten. Ja, 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 ja. Ja, und deswegen, Bayern ist ein schönes Land, ist auch sehr eigen. Aber als Preuße würde ich da nie hinziehen, weil der Bayer sagt, einmal Preis, immer Preis. Und dann hast du schon verschissen eigentlich. Da muss man echt geboren worden sein. Ich habe aber auch nie in Bayern gelebt. Ich habe an der bayerischen Grenze gelebt, Baden-Württemberg, Isen im Allgäu. Da, wo diese berühmten Wohnwagen und Karawans herkommen. Die Firma fängt mit D wie Dora an. Du, Detlef, der Täter demolierte deine Dusche. Darf der das? Oh, was? Hier gibt's keine Dusche. Ich habe keine Zeit zum Duschen. Ich muss die Ratten killen. So. Ja, es geht steil hoch und da sehe ich wieder irgendwas Feuriges rumfeuern. Das geht nicht gut. Warum geht das nicht gut? Weil ich das im Ei habe, dass es nicht gut geht. Gibt es hier Sachen? Hier gibt es keine Sachen. Irrlicht schlägt auch nicht an. Was ist da oben für eine Geschichte? Sieht übelst aus. Aber gucken wir mal. Ja. Captain Kirk. Oh, jetzt ist wieder das Fenster aufgegangen. Sorry, Leute, ich muss mal stoppen. Weil es nämlich wieder draußen stürmt. So ein bisschen bei uns jedenfalls hier. In Göttingen. Bei Göttingen. Ich bin ja hier nicht direkt in Göttingen. Was ist das? Moment mal, ein Oger? Ich hab's fast geahnt. Da hinten ist ja der Kilian. Der hat den Ogre gekillt. Nomen est omen, Kilian. Dann wollen wir mal eben zu dir hin. Hallo, grüß dich. Jetzt bin ich wieder in Bayern. Grüß dich, Kilian. Grüß Gott. Guten Tag. Hallo, wer bist du? Schubidu. Hallo, wer bist du? Mein Name ist Kilian. Ich bin der Hüter dieses Ortes. Du siehst wie ein Druide aus. So ist es. Ich bin ein Diener Adanos. Geil. Hätte auch so eine Waldläufer-Klamotten an irgendwie. Oder so eine Waldläufer-Kutte. Was machst du hier? Ich hüte diesen Ort vor der Willkür der Innos- und Belia-Anhänger. Nun ja, zumindest so gut ich kann. Wie schützt du diesen Ort? Kannst du etwa Magie wirken? Ja, so ist es. Ich beherrsche einige Naturzauber, darunter die Kunst, sich in verschiedene Tiere zu verwandeln. Kannst du mir einige Zauber beibringen?
Da du mir geholfen hast, bin ich gerne dazu bereit. Außerdem kannst du bei mir Spruchrollen, Tränke und andere Dinge bekommen. Das ist ja klasse. Das ist ja echt hurtig gut. So, dann gucken wir erstmal weiter. Ich hätte nicht gedacht, einen Druiden hier anzutreffen. Woher kommst du? Ursprünglich aus dem alten Waldläuferdorf, das sich unten im Sumpfgebiet befindet. Aha. Doch seitdem ein böser Geist über den Sumpf herrscht, ist dort kein Leben mehr möglich. Die Waldläufer sind deshalb nach Myrtana gegangen. Und warum bist du nicht mit ihnen gegangen? Adanos selbst war es, der mir den Befehl gab, hier zu bleiben und seinen Schrein zu hüten, bis das Böse, das den Sumpf beherrscht, vernichtet ist. Doch bis jetzt ist mir das leider nicht gelungen, da ich den bösen Geist nicht finden konnte. Vielmehr ist es ihm gelungen, mich zu finden und seine Geschöpfe zu senden. Die Oger? Ja. Diese und andere Kreaturen stehen in seinem Dienst. Wer ist dieser Geist? Ein Scherge der Unterwelt, ein Dämon Belias, der sich im Sumpf versteckt hält. Sein Versteck ist gut, denn bis jetzt konnte ich den Geist nicht finden. Darum hüte dich, in den Sumpf zu gehen, sonst wirst du noch das Opfer seiner Kreaturen werden. Ich glaube, dass ich den Sumpf schon trocken gelegt habe. Ich werde mal hier kurz an der Stelle mal speichern. Warten, bis der Kilian wieder seine Position einnimmt. Weil er ist nämlich was aufge... Nee, er haut ab. Warum haut er jetzt ab? Wo gehst du denn hin, Kilian? Weil mein OBS zeigt nämlich an, ich hätte schon 21 Minuten aufgenommen und irgendwie kann das nicht sein. Okay, an der Stelle kann ich speichern. Da hat mich mein Gefühl doch getäuscht. Also sind wirklich schon so viel Zeit vergangen. Ja, ich nehme da mal dein Wasser, dein Heilkraut, Mana-Essenz, eine Heilpflanze. Hier liegt noch ein Spruch. Vierte Nachricht an Theophil. Ah, die erste Nachricht habe ich allerdings noch nicht gefunden, beziehungsweise wohl übersehen irgendwo. Die vierte Nachricht an Theophil, schauen wir mal. Here we are, vierte Nachricht an Theophil. So, Bruder Theophil, seit Tagen sind wir voller Sorge auf der Suche nach dir. Die zahlreichen Oger, vor denen wir flüchteten mussten, lassen uns befürchten, dass dir etwas Schlimmes widerfahren ist. Ja, der ist hin. Ich gebe die Hoffnung nicht auf und hinterlasse dir hier eine Nachricht für dich. Möge Adanos dich an diesen Ort führen, wenn du dem Pfad in die Berge folgst. Findest du den Druiden Kilian? Haben wir jetzt hier gekillt? Nein, gefunden, sorry. Er steht wie wir im Dienst des Adanos und wird dir den Weg nach Jakendar zeigen. Wir warten an der Ausgrabungsstelle auf dich. Adanos sei mit dir, Nefarius. Aha. Kilian, hey. Was hast du denn so alles so anzubieten? Ach ja, oder wir werden erstmal nach Theophil. Ne? Kennst du den Wassermagier Theophil? Nein, nicht persönlich, doch ich habe von ihm gehört. Seine Brüder suchen bereits sehr lange nach ihm. Einer von ihnen, der Magier Nefarius, hat mir einen Brief für ihn zurückgelassen. Suchst du Theophil etwa? Ja. Dann nimm Nefarius Brief mit. Geh in die kleine Höhle, wo ich lebe. Dort wirst du ihn finden. Hä? Der ist doch hin. Kleine Höhle ist gut. Aber ich habe ihn doch gefunden. Ich habe Theophil gefunden. Er ist ein Opfer der Oger geworden. Das tut mir leid. Adanos möge sich seiner armen Seele annehmen. Ich werde Nefarius eine Nachricht zukommen lassen, damit er und die anderen Wassermagier von Theophils Schicksal erfahren. Ja, Gott sei, Innos sei ihm seiner Seele gnädig. Zeig mit deine, was kannst du mir über Oger sagen? Ne? Oh, was kannst du mir das Piratenschiff sagen? Aha, Amulett des suchenden Irrlichts zeigen. Vielleicht. Kannst du mir vielleicht etwas über dieses Amulett sagen? Theophil hatte dieses Amulett bei sich. Ah, das Amulett des suchenden Irrlichts. Ein seltenes Artefakt. Mit seiner Hilfe kannst du das Irrlicht trainieren. Trainieren? Wie meinst du das? Nun, wenn du es verstehst, dein Irrlicht zu beherrschen, sucht es für dich nach Tränken, Waffen, Pflanzen und vielem mehr. Aha, ich muss es erst trainieren, bevor es für mich ordentlich sucht? Komisch. Naja gut, okay.
Was kannst du mir über die Oger sagen? Dass diese brutal und hinterhältig sind. Hüte dich vor ihnen. Sie sind unglaublich stark. Man berichtete mir, dass sie hier irgendwo in der Gegend in einer großen Höhle hausen sollen. Ja, da war ich doch. Geh dieser bloß aus dem Weg, wenn dir dein Leben lieb ist. Ich war doch da. Ja, steht ja auch hier. Ich habe die Höhle der Oger gefunden und diese von ihnen gesäubert. Das ist gut. Diese Ungeheuer waren eine große Gefahr für jeden Reisenden. Hier, nimm diese Tränke von mir als Zeichen meines Dankes. Danke, Kilian, danke. So, was kannst du mir über das Piratenschiff sagen? Nee, erstmal will ich wissen, was er mir für Tränke gegeben hat. Jetzt haut er wieder ab. Elixier des Geistes, es hat doch irgendwas mit... Ja, hier. Elixier des Lebens, Bonus für Maximum Energy. Jawohl, Lebensenergie plus 20. Und hier Elixier des Geistes. Da kriegen wir ein bisschen Mana auf die... Auf die Rippen, hätte ich beinahe gesagt. Gucken wir uns das mal an. Ja, das sieht gut aus. Und hier hat er wahrscheinlich... Ach, das ist ein Schreibpult, der Feder zum Schreiben kommt. Was soll ich denn schreiben? Ich glaube, ich... Ach ja, Sprüche kann ich schreiben. Aber da müsste ich erstmal ein bisschen Sprüche lernen. Und zwar, wo ist denn jetzt? Ach, er kniet wieder vor uns hin. So, und hier ist ja wieder ein Obermorgenstern. Höre mein Irrlicht. Hä? Was ist mit dir? Da ist nicht zu holen. Okay, es hat sich verdünnisiert. Hey. Kilian, dann zeig mir bitte mal deine Ware. Ach nee, oder Piratenschiff. Was kannst du mir über das Piratenschiff sagen, das dort unten zu sehen ist? Das ankert schon ziemlich lange hier. In dessen Nähe befindet sich das Lager der Piraten. Was die Seeräuber dort unten aber tun und von wem sie befehligt werden, weiß ich nicht. Du solltest ihnen aber besser aus dem Wege gehen. An dieser Küste gab es schon immer Piraten. Unten im Sumpf kann man übrigens das Wrack eines Piratenschiffes sehen. Ich vermute daher, dass hier in der Gegend so mancher Piratenschatz versteckt sein wird. Ja, das Einzige, was der Kilian sagen kann, ist, geh dem einen und aus dem Weg, geh ihm aus dem Weg. Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Das ist ja interessant. Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Wonach soll dein Irrlicht denn suchen? Nach allem. Gold, Schlüssel, Gebrauchsgegenstände. Ach, das kostet auch noch Lernpunkte. Fernkampfwaffen und Munition. Aha. Ah, schau mal. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, wie viele LPs wir haben. Aber so teuer ist es nicht. Hey, Kilian, nochmal aufstehen, bitte. Jetzt kriegst du wunde Knie. So. Zeig mir. Kämmer. So, Gold, Spüttel, Bippel. Haha. Zauber. Uiuiuiui. Schön. Nun kann dein Irrlicht schon einige Dinge mehr finden, die dir nützen. Also, dass man das noch lernen muss, das finde ich halt klasse. Zeig mir, wonach. Ja, und, oh, Ringe, Amulette, Runen und Schrift wollen noch. Da kommt aber was zusammen. Soll es mir aber wert sein. Zauber, Zauber. Oh, ist das hell. Nun kann dein Irrlicht schon einige... Okay, dann noch mehr. Zeig mir... Wonach soll... Ja. Boah, noch mehr Magel. Weil das wird jetzt teuer. Fernkampfwaffen und Munition. Das Irrlicht hat gelernt. Nun es regnet, es regnet, es regnet. Zeig... Wonach... Das ist gut. Ah, es sind nur noch drei Sachen. Magische und andere Tränke. Ja, das ist natürlich auch gut. Ja, kann ich nicht unterbrechen hier, die Animation. Aber weil es so schön ist... Nun kann dein... Werde ich nochmal... Zeig mir... Wonach soll dein... Ja, nach Nahrung und Pflanzen, ja, das ist richtig wichtig, finde ich. So, kommt leider kein Sound dazu. Nun... Und nochmal... Zeig mir... Wonach... Ja. Runen und Schriftrollen. Ich glaube, jetzt kannst du alles finden. Stimmt das? Liebe Zuschauer, Zuschauerinnen, stimmt das? Wäre cool. Nun kann... Yep. So, dann möchte ich mal ganz gerne wissen, was hast du denn noch hier in deinem Inventar? Hauer, hauer, hauer. Mhm. Typhoon. Typhoon, Alter. Schaden. Bringt nur nicht viel. Okay, dann die...
normalen Tränke. Dann stopp, nicht rübergehen. Dann habe ich doch hier die Rune zur Ogerhöhle. Haben wir schon. Ein kleiner Feuersturm. Ich glaube, sowas wäre gar nicht mal so unschlecht, das mal zu kaufen. Vielleicht gibt es einen großen Feuersturm, aber der kleine Feuersturm kaufe ich mir jetzt mal so. Zack. Geysir, ja, tollen Springbrunnen habe ich schon mal ausprobiert im Ort. Funktioniert nicht viel. Eispfeil. Dann Eisblock ist auch ganz nett. Was haben wir hier? Eislanze. Kostet 100. Hole ich mir alles. Leute, was soll's? Naja, Feuerball bringt nicht so viel, finde ich. Licht 5. Was haben wir hier? Verwandlung in Osterhasen? Ne, Verwandlung Blutfliege. Löwe. Oh, das kann ich auch mal wieder brauchen. Unwetter? Alter, ist der so billig? Das ist ja klasse. Kugelblitz. Nehmen wir auch. Wolf rufen. Naja. Skelett erschaffen. Naja. Goblin-Skelett. Nee. Ja, und ansonsten, dann haben wir Runenbuch der Wassermagier. Und die kosten natürlich richtig Schotter hier. Flammenzunge. Stopp. Soll ich den Verwandlungszauber 1, 2, ein dicker Wälzer über eine Legende? Pfeiltaste links, rechts mit Escape beenden. Kostet 250. Ich habe genug Kohle. Runenbuch der Wassermagier. Ich werde die jetzt alle kaufen. So, dann werde ich es mir nachher durchlesen. Erstmal speichern. Erstmal gucken, was habe ich denn eigentlich noch? 40 Lernpunkte. Ach, das soll es noch geben. Jetzt haut ne wieder ab. Außenbild Vara. Und wir haben schon wieder leider Zeit. Verplempert. Nicht verplempert, aber die Zeit aufgebraucht für diese Folge. Kilian. Hey du. Ich will mal gucken, unterricht mich Verwandlungszauber, Naturzauber lernen. Das ist cool. Das werden wir in der nächsten Folge machen, liebe Leute. Bis dahin verabschiede ich mich. Ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Ciao.